Boah. Da bin ich wieder. Und mir ist gerade eingefallen, wir haben Manus ja noch gar nicht gemacht. Also bevor wir zu Gwyn gehen, nachdem wir Battle of Chaos gemacht haben, könnten wir nämlich zu Gwyn gehen. Nochmal dran erinnern, ne? Manus fehlt noch. Wie war das jetzt? Jetzt konnte man, glaube ich, gerade hier runterlaufen oder sowas. Ja, vorhin sind wir von der Seite gekommen. Nein, nicht wieder hoch. Fuck. Ja, na gut. Sollten wir sterben, sind wir da oben. Alles gut. Ja, nee, das war richtig. Da gerade runterlaufen. Ach, er kommt wieder. Okay. Danke. Hier runterspringen. Nicht nach da laufen, sondern nach da laufen. Der ist gepult. Ja, herzlichen Glückwunsch. Welchen Ring habe ich an? Habe ich den links noch Ring noch an? Nein. Ah, wir könnten aber. Haben wir den Ring? Weiß ich gar nicht. Feuerverteidigung anmachen. Oh, oh, oh. Du Schweinebacke. Hallo, kleiner Rolli. Kommst genau richtig zu einem Boss, den ich kaum kenne. Hi, ne? So, wie gesagt, da hinten wäre mehr Platz. Ich weiß nicht hundertprozentig, was du tust. Gut, dass ich dich nie treffe. Das ist, ja, jetzt mal? Nein. Ja, fuck. Au. So nicht. Nein, nicht in die Lava. Alter, was? Ich sehe nichts. Okay. Tausendfußdämon heißt er. Merke, mit der Attacke nicht treffen lassen. What the fuck? Als ich den das letzte Mal gemacht habe, bin ich da wirklich nach rechts gegangen. So viel weiß ich noch. Aber ansonsten kann ich mich echt nicht mehr an den erinnern. Und den Speedruns, wenn er da überhaupt gemacht wird, die hauen da immer zweimal auf die Pfoten und dann ist er tot. Ich habe gerade 10-mal daneben gehauen.
Ach so, Count. Dankeschön. Da musste ich die ganze Zeit selber dran denken. So. Hallo. So, bevor mir jetzt wieder in den Rücken fällt, der da. Das ist mein Job, wenn ich da bin. Ja, bin ich auch sehr dankbar für. Also vorhin hatte ich zweimal nämlich vergessen. Ist mir dann zum Glück nachher noch eingefallen. Das ist schnell passiert, wenn ich den selber mache. Gehen wir mal hier hin. So, oh, das war ja okay. Ne, hier hat man nämlich viel mehr Platz. Hier liegt sogar was. Guck mal hier an. Grüne Scherbe. Oh. Ich glaube nicht, dass ich dir mit Feuer was kann, aber. Alter! Was? Ja, ich hab mal eben schön daneben gehauen. Gut, dass ich den noch kein einziges Mal getroffen habe. Das ist, das hat was. Alter, was immer das war. Ich sollte, glaube ich, abhauen. Ja, ja, ja. Weg. Oh, nicht dahin. Shit. Stopp. Oh nein, nicht ich. Och, er war doch fast tot. Na. Na. Naja. Aber fast. Hätte ich... meine innere Kraft nutzen sollen, dann wäre er tot. Die Frage ist nur, ob ich dann auch tot wäre. Och, diese Äste, ne? Kann man die euch kaputt machen? Oh ja. Ja, von diesem Leuchtfeuer wäre es kürzer, aber wie gesagt, das andere ist entzündet. Und so weit ist es ja nun auch nicht, ne?
Komm mal näher rein hier. Oh, der macht auch so Lavarotz-Bedriss. Okay. Könntest du mal was näher reinkommen? Bevor meine innere Kraft mich hier aufgefressen hat. Das wäre schon geil. Alter! Alter, was? So, easy. Oranger verkohlter Ring. Menschlichkeit, Heimkehrknochen. Ja, Heimkehrknochen. Obwohl, den könnten wir sogar benutzen. So, innere Kraft, du darfst aufhören. Nicht, dass ich jetzt sterbe, wenn ich den Ring mir, ne, erstens anlege und zweitens mal zeige, was es ist. Reduziert Lavaschaden. Oranger verkohlter Ring. Dieser Ring gehört einst der Pyromantin Carmina, der talentiertesten Schülerin von Salaman, dem Meister der Pyromanten. Der orangefarbene Edelstein ist zwar stark verkohlt, birgt aber immer noch Carminas Kräfte. Er reduziert den Schaden durch Lava und gewährt seinem Träger den Feuertrittangriff. Ich wollte den noch anlegen. Hallo? Feuertrittangriff? Der ist mir gar nicht bewusst. Heißt das Feuertrittangriff, wenn ich jetzt so trete, dass der andere Schaden kriegt? Mit Feuer? Keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall jetzt durch Lava laufen. Und krieg weniger Schaden. Kriegt zwar Schaden, aber weniger Schaden. Lag hier nicht auch noch irgendwo ein Item? Ach, da geht's sogar raus. Okay. Was ist hier? Oh, egal. Und durch. Aber heiße Füße bekommst du. Ja, ja, ne. So wie die Flammen hochschlagen, wird der ganze Popus auch ein bisschen warm, aber ja, geht schon. Ach, guck mal eine an. Hallo, Solaire. Why? Why? After all this searching. I still cannot find it. Why? Why? After all this searching, I still cannot find it. Er klingt schon ziemlich verzweifelt, hm? Hier hat man ihn also nochmal gesehen. Achtung, Kummer, ja. Ach, ich habe den Speckstein nicht, sonst hätte ich es bewertet. Also grundsätzlich möchte ich jetzt hier durchlaufen. Zum einen einfach nur, ja, eigentlich einfach nur, um zu zeigen, wie man normalerweise läuft. Aber wir haben ja den Shortcut offen und wir haben ihn gefunden. Nein, nicht Wanderfluch. Aufsteigen? Oh ja, reicht. Oh, reicht ganz genau.
Kondition oder Leben? Ach komm, Leben. Wir haben ja Manus noch vor uns, ne? Und theoretisch hätten wir jetzt auch, weil wir ja jetzt den Ring haben, wo ich vorhin gezeigt habe, dass die vielen Dämonen da stehen, da liegen ja noch 2, 3 Items. Die könnte man jetzt theoretisch mit dem Ring auch holen. Warum laufe ich jetzt so, ich Idiot? Du jetzt? Nee, aber der kommt. Setzt er sich zurück? Ja, okay. Dann gehen wir noch mal den Shortcut, ne? Schon allein? Ja, theoretisch müsste nämlich jetzt... Hi. Ach komm, euch kann ich... Also meine Information ist, dass Soler dann hier sitzt, also auf der anderen Seite von der Tür. Das war wohl falsch. Oder man muss ihm nochmal irgendwo begegnen. Pass auf, Tränen. Das könnte ein Hinweis auf Soler sein. Alter! Oder wäre man ihm vielleicht nochmal begegnet da irgendwo? Ja, wenn man es mal wüsste, ne? Wenn man es mal wüsste. Alter. Wie viel Leben hast denn du? Das gibt's doch nicht. Nein, 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 nein. Stirb! Stirb! Bevor ich es tue. Ach, verdammte Kacke. Kleiner Rolli möchte Bosskampf. Okay. Joker, Bosskampf. Jetzt ist Joker gerade nicht da. Wäre endlich mal ein Bosskampf, wo wir Chancen haben zu gewinnen. Falsche Richtung. Wieder falsche Richtung. Obwohl, Soler war ja jetzt nicht da.
Oder. Ich hätte auslangen müssen. Ne, warte. Das war doch die richtige Richtung. Das sieht schlecht aus. Das, ja, war schlecht. Skeletor hat uns niedergemacht. Also auch kein Wunder, Skeletor zu zweit ist... Nein. Da, guck mal einer an. Hallo. Was ist alles ein Lie? Habe ich das so für nothing? Oh, mein lieber Sohn. Was now? Was should I do? Mein Sohn. Mein lieber Sohn. Okay, jetzt habe ich sie schon gelootet, ne? Theoretisch. Ich weiß es nicht. War ein Versuch wert. Ja. Das stimmt wohl. Theoretisch. Wäre ja die Sonnenlichtmade. Die Sonne, die er sucht. Theoretisch. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Keine Ahnung. What now? What should I do, my son? My dear, dear son. Es gibt gar keine andere weitere Option. Was it all a lie? Oh. Wenn ich... Was sagst du jetzt? Was it all a lie? Have I done this all for nothing? Oh, my dear son. What now? What should I do, my son? Mein dear Schatz. Kein Unterschied. Ja, keine Ahnung. Dann habe ich keinerlei Idee. Arena läuft? Okay. Oder? Ja, Arena läuft. Machen wir doch glatt mal mit. Ja, so Lea, also ich hätte gerne das gute Ende deiner Questreihe gemacht. Ich habe aber keine Ahnung, wie es geht. Ich hatte jetzt gehofft, man könnte ihm die Sonnenlichtmade geben, wenn er jetzt hier sitzt oder so. Und dann sagt er, oh geil, ich habe es geschafft. Aber nö. Oder? Was it all a lie? Have I done this all for nothing? Oh, my dear son. What now? What should I do, my son? My dear, dear son. Praise the sun! Habe ich eine Geste dazu?
Vorwärts deuten, nach oben deuten, nach unten herbeirufen, winken, verbeugen, Freude. Tiefe Verbeugung, hurra, Schulterzucken. Es gibt keine Praise the Sun-Geste? Oder habe ich die nicht gelernt, als ich ihn das erste Mal angesprochen habe? Ja, aber doof. Tja, keine Ahnung. Stream Elements hat die Arena gewonnen. Yay. Meistel. Alter, ja, das war ja mehr als doof. Alter, was? Der hat mich damit noch erwischt? Stirb! Oh Gott! Dämonen-Titanit. Ich hätte jetzt wenigstens damit gerechnet, dass er das nicht mehr droppt. Der respawnt und droppt jedes Mal Dämonen-Titanit? Das ist vollkommen unlogisch. Da kann man das Zeug ja farmen. Hallo, Mokai. Aber wirklich vollkommen unlogisch. Du, da hinten siehst du aus, als wolltest du schon kommen. Okay, sie kommen direkt zu zweit. Hi, na? Zack. Ach so, hier ging es gar nicht lang. Ja, jetzt haben wir wieder das Problem, dass ich mich nicht auskenne. Aber das meiste hier ist ja schon erledigt. Geist der Finsternis. Ach so, hier gibt es glaube ich auch noch eine NPC-Invasion. Wenn ich menschlich wäre. Bin mir aber nicht sicher. Laut YouTube kannst du, nachdem er diesen Satz gesagt hat, nun irgendeinen Bosskampf machen mit ihm zusammen. Wenn du die Freude-Geste benutzt. Wenn du die Freude-Geste benutzt. Ich kenne die Stelle nur nicht in dem Video. Wenn ich die Freude-Geste benutze?
Wie komme ich denn zu ihm? Oh, da liegt sogar noch was. Guck mal einen an. Ich glaube, ich laufe gerade falsch. Da liegt auch noch was. Hi. Oh, voll daneben. Voll daneben. Ah, wieder. Leichenamiga. Gut getroffen. Zack. Das musst du nicht bei ihm machen, sondern vor diesem Boss. Ich sehe es nochmal an. Vor dem Boss. Es kann ja eigentlich nur Bed of Chaos sein, weil ein anderer käme jetzt hier nicht mehr, nachdem ich ihn gesehen habe. Da war ich ja eh gerade auf dem Weg hin. Da nicht. Ach so, oder der. Ah, der hier kann auch als Phantom gemeint sein, der uns hier vorhin angegriffen hat. So, haben wir jetzt alles gelootet hier? Also eigentlich schon, wir waren ja überall schon mal. Ja, und hier geht's jetzt rein zu dem Boss. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das was... Nee, da nicht. Solea heißt der Ritter. Das ist, die Stelle ist auf jeden Fall das Ende der Solea-Quest. Das weiß ich. Und es gibt ein gutes und ein böses Ende. Normalerweise stirbt Solea. Und das kann man nur verhindern, wenn man, so wie ich das jetzt gemacht habe, über den Shortcut, den man öffnet, da hinkommt. So viel weiß ich. Aber was man dann noch machen muss, weiß ich nicht. Das habe ich auch, glaube ich, noch nie irgendwo gesehen. Wüsste ich jetzt zumindest nicht. Das kommt davon, wenn man nicht normale Let's Plays oder so guckst, oder beziehungsweise Walkthroughs, sondern nur Speedruns. Weil da wird sowas ja natürlich nicht gemacht. Aber wenn es ein anderer Bosskampf ist, ist es eh vorbei, weil die anderen Bosse habe ich alle gelegt. Hier ist jetzt nur noch der hier übrig. Oh, kleine Rolli hat verloren, das ist schlecht. Aber Slots könnt ihr auch mal wieder machen, ich schon lange nicht mehr. Aber Slots hat jetzt CD, ne? Ja, ich habe plus minus null, immerhin etwas. Der Boss heißt Lord Forgwyn? Gwyn ist der Endboss. Heißt das, ich habe jetzt schon das gute Ende hervorgerufen, dass Solaire nicht verrückt geworden ist? Ich glaube, der wird nämlich verrückt. Und somit kann ich ihn bei Gwyn rufen? Okay, das ist interessant.
Das kann man ja mal ausprobieren. Wobei zwischen Quinn und jetzt ist noch ein bisschen, weil... Ja, eigentlich könnte ich, wenn ich jetzt den hier hinter besiegt habe, könnte ich zu Quinn gehen. Aber ich habe ja Manus noch nicht gemacht. Das wollen wir noch machen. Auch wenn Manus wahrscheinlich wieder ordentlich Tode gibt. Aber naja, ne? Hey, so, jetzt bin ich mal gespannt, ob der hier zurückgesetzt ist. Weil wir waren ja vorhin schon mal hier drin. Er ist zurückgesetzt. Okay. Nee, er ist nicht zurückgesetzt. Der Boden ist kaputt. Alter! Ja. Ja. Ja, genau. Alter, lässt du mich mal da... Ja gut, 8000 Seelen sind egal. Oh, jetzt ist da der Boden eingebrochen. Jetzt kann ich da runterspringen. Und damit dürfte mir eigentlich schon nichts mehr passieren, wenn ich da runtergesprungen bin. Es sei denn, ich springe daneben. Dann gehst du nur noch auf so einem Ast wieder ein paar Meter hoch und dann haust du auf das Herz von ihm und dann war es das mit dem Kampf. Ihr habt ja jetzt also zumindest... Hallo, Kuyat... Was? Kuyata. All die, die jetzt was später... Ey, ich wollte dich wieder hochfahren. Haben es ja gar nicht mitgekriegt, wie ich das erste Mal da war. Ich habe da nachher noch zwei Bosse gemacht. Man muss normalerweise rechts und links jeweils etwas kaputt schlagen. Und dann geht das halt los, dass der Boden einbricht und der mit den Wurzeln um sich schlägt und so. Und dann kommt man da, ist man da, wo ich jetzt so gerade war. Orientierungsfehler. Dahin. Man kann ihn irgendwo rufen, wo es auf dem Weg zu Gwyn geht. Nicht selbst bei Gwyn. Ich weiß auch nicht, ob du menschlich sein musst. Ja gut, das können wir ja ausprobieren. Also direkt bei Gwyn wäre totaler Quatsch, weil da hast du gar keine Zeit für eine Geste. Gwyn ist eine ziemlich schnelle Sau. Ach Kack, wenn ich jetzt wieder die Abkürzung gehe, habe ich wieder den Titanendämonen, ne? An dem Dämon vorbeirennen. Ja, theoretisch müsste das sogar gehen, ja. Ihn pullen und wenn er dann attackiert, weiterrennen. Das müsste theoretisch gehen. Es ist mir ein Rätsel, dass der respawnt. Das ist mir echt ein Rätsel. Vor allem, weil er jedes Mal... Ich habe ihn ja jetzt schon zweimal gelegt. Jedes Mal einen Titanit droppt. Oder Dämonen-Titanit droppt. Finde ich unlogisch, dass es da eine Möglichkeit gibt, das Zeug zu droppen oder zu farmen. Geh mal weg. Tschö. Nicht vorhanden. Naja, solche Schwierigkeiten wie man bei dem Dämonen hat, kann ich nicht vom Farmen reden. Ich habe diese Schwierigkeiten. Bedenke, wer hier spielt. Ich habe diese Schwierigkeiten. Ha ha ha.
Okay. So, bevor du mal, du scheinst Probleme zu haben, aber bevor du hier hinterher klatterst. So. Es gibt noch einer, willst du mich verarschen? Komm, leck mich. Hier rum? Ja. Hinein! Dritter Versuch, was durchaus normal ist. Es sei denn, man ist Pro. Wenn ich jetzt allerdings sterbe, dann ist es schon fast peinlich. Aber selbst das wäre nicht auszuschließen. Wie man sieht, ne, gibt es da gute Gründe für. Ja. Alter! Ne, muss ich nochmal erwähnen, wer hier spielt. So, ich verschwinde. Ich will morgen früh mal Drakensang probieren zu spielen. Da will ich ausgeschlafen sein. Ich wünsche einen wunderschönen Sterben und allen eine gute Nacht. Okay, gute Nacht, Mukai. Und viel Spaß bei Drakensang. Da will ich auch unbedingt mal reingucken. Schon seit längerer Zeit. Wobei ich jetzt spontan gar nicht weiß, besitze ich es? Ich glaube ja. Aber beschwören kann ich es jetzt gar nicht. Hoch. Ich jetzt immer noch so ein bisschen wundert, ihn mit einer Geste hervorrufen. Na, wie gesagt, kann man ja rumexperimentieren. Auch der einzige Helfer, den man mit einer Geste hervorruft. Och, hätten gar nicht pullen müssen, so. Ich kann einfach vorbeilaufen. Okay. Ich wollte gerade sagen, willst du nichts casten? Ehemalige Hexe. Ich hoffe, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich hier runterrutsche. Ach ey, leck mich doch. Da will ich hin. Da runter. Da. Ja, danke. So. Das dürfte es gewesen sein. Einfach nur noch hier reinprügeln. Kann ich eigentlich auch rollen? Ja. Und?
Treffen sollte man. Okay. Ich hätte tatsächlich hier auch noch mal sterben können. Wow. Fürstenseele, Menschlichkeit. Was war das denn für ein Sprung? Alles klar. Nachricht lesen, geschafft, danke. Und das auch nochmal geschafft. Mit 3500 Bewertungen. Herzlichen Glühstrumpf. Komm, 30. Ich brauche jetzt 43.000 Seelen fürs nächste Level Up. Aber ich bin auch schon Stufe 85. Das muss man ganz klar dabei sagen. Ach komm, wir nehmen Wände in die Seele. 16.000. Dann haben wir 35.000. Das hier wäre, glaube ich, noch eine 10.000er. Das hier... Gucken. 5.000. Die dann 3.000. Jawohl. Lol, fehlen noch 500. Yes. Dann teleportieren. Zum Steindrachen kann man teleportieren? Okay. Ja, klar, wenn man den Eid vertiefen will. Ja, macht Sinn. Dungeon. Ich glaube, der ist es. Obwohl, den habe ich nicht entzündet, ne? Ja, der ist es, aber der ist nicht entzündet. Teleportieren. Ich kann nicht in die Stadt. Doch, da. Jawohl. So. Auf zu Manus. Ach, scheiße. Nein, nicht auf zu Manus. Vorher holen wir noch was. Was wir nicht holen konnten, weil ich kein Licht hatte. Jetzt haben wir Licht. Ich weiß nur nicht hundertprozentig, wo es ist. Das ist das Problem bei der Geschichte. Aber, naja. Mag, du lebst noch? Dass ich da zweimal draufhauen muss, das gehört sich aber mal gar nicht. Warte. Was?
Du castest nichts. Kommt noch was von hinten? Nee, hat sich so angehört. So, hast du deinen Kopf gedroppt? Der fehlt mir noch. Nee, eine grüne Scherbe. Du, dich habe ich gehört. Alles klar. Zack. Hi. Okay, hier nicht. Hier auch nicht. Ich dachte, das wäre hier. Da liegt noch was. Aber wir können darüber. Tada! Silberanhänger. Der Silberanhänger. Den werden wir uns dahin platzieren, wenn wir bei Manus sind, auf jeden Fall. Wo ist er denn? Da. Silberanhänger. Vertreibt Dunkelheit. Wow, in dem ganzen, ich muss glaube ich mal die ganzen Chatspiele im Text ein bisschen langsam ein bisschen abkürzen. Hallihallo, hallöle, Papa Amiga und Chat, hallo Baba. Ich habe jetzt nur gelesen, dass kleiner Rolli dich begrüßt hat, deswegen habe ich weiter oben gesucht, wo du bist. Papa Amiga hat sich einen Bart zurecht rasiert, schick. Ja, wurde ja mal wieder Zeit, ne, dass ich mal wieder so ein bisschen rasiere. Ich bin ja so rasierfaul, das ist unglaublich. Naja, ne? So, Silberanhänger. In den Silberanhänger ist das Wappen von Artorias eingraviert. Oha. Er ist ein uralter Schatz aus Anor Londo und wurde Artorias verliehen, weil er sich dem Abgrund stellte. Der Anhänger schützt vor der Finsternis des Abgrunds, besonders in ihrer magischen Form. Was jetzt viele... Oh, ich habe ihn nicht ausgerüstet. Was jetzt viele gar nicht wissen. Das Ding kann man ausrüsten. Wenn auch nicht anziehen, sondern da unten anstelle des Estos halt. Ne? Und man kann ihn benutzen. Und das, was er da jetzt gemacht hat, das ist richtig getimt. Ein Schutz gegen die dunkle Magie, die hier alle casten. Und das ist bei Manus sehr, sehr hilfreich. Ich weiß nicht, ob ich es von meinem Skill her auf die Kante kriege, aber das letzte Mal, als ich Manus bekämpft hat, das erste und letzte Mal, war das meine Lebensrettung. Es geht auch ohne, keine Frage. Nee, tatsächlich noch nicht alles gelootet. Das gibt's doch nicht. Aber hier waren Leute, bin ich mir ziemlich sicher. Naja, ist egal. So, hier waren wir runtergesprungen, dass wir hier hin können. Habt ihr die Arena gestartet? Okay, dann mache ich mal mit, ne? Ne, die Arena ist zu spät. Ist schon zu Ende. Ich fürchte, Joker, da warst du auch nicht mehr dabei. Aber Bosskampf gestartet, okay. Alle mal in den Bosskampf.
Ja, hier war doch. Wie komme ich denn hier wieder weg, verflucht? Darüber springen geht nicht. Ach, hier kann man runter. Okay, dann gehen wir doch mal hier runter. Ach, hier sind wir dann. Okay. Habe ich da unten noch eine geschlossene Kiste gesehen? Habe ich das... Alter! Wow, wow, wow! Da ist tatsächlich... Warum ist da eine geschlossene Kiste und zwei offene? Wie blind war ich denn, als ich da war? Mocha ist schon wieder weg, Joker. Da bin ich ein bisschen spät dran. Warum bin ich wieder hier? Ja, alles klar. Ah, okay. Lieg eigentlich schon im Bett und guck von da aus. Ach so. Jetzt will ich aber wissen, was in dieser einen Kiste da drin ist. Das ist doof. Problem ist, finde ich die Kiste jetzt so ohne weiteres wieder. Alter! What? Warum haue ich immer an dem einen vorbei? Das gibt's doch nicht. Treffst du den mal? Danke. Oh, kleiner Roller hat gewonnen. Wobei, beim Boss? Alleine vom Boss gewonnen? What? Gegen Kulun sogar. Okay, die 200 Nägel sind verdient. Da würde ich sagen, ne? Das ist ein Applaus wert. Härteste Boss, der aktuell existiert. Und du kommst da alleine wieder raus. Nicht schlecht. Alter, warum ging denn der Sprung nicht? Hau mir auch einen vom Kopf. Alles klar, es ist okay. Nicht. Kommst du? Nein. War das hier hinter, wo ich runtergehüpft bin? Hi. Da kommt doch noch einer von hinten, ich hör's doch. Da sind wir dann rein und haben dem hier einen vom Kopf gehauen. Dann sind wir hier runter und da bin ich gestorben. Ja, alles klar. Ja, man sollte das Schild auch anlegen, wenn man... Alter! Na, das macht der Anhänger. Meine Seelen. Warum habe ich dich nicht geöffnet gehabt? Finstere Kugel. Okay. Ja, ist okay.
Ja, und da man jetzt schon bei den Gegnern schon sehr gut sehen konnte, was der Anhänger bewirkt. Manus macht so eine Scheiße natürlich auch. Ist das also da sehr, sehr hilfreich. So, die Tabletten wirken. Baba wird müde. Zeit für die Eier. Tschö mit Ö, Papa und Chat. Okay, gute Nacht, Papa. Verzeihung, Maske. Okay. Die fehlte noch in der Sammlung. Da frage ich mich auch noch nach der genauen Bedeutung von diesen Masken. Das weiß ich nämlich auch nicht. Ich glaube, man kann die benutzen. Und damit dann... Hallo, danke, sehr gut, Verzeihung sagen. Hallo. Ja. Ist die jetzt weg? Nee, sie ist okay. Very good, okay. Ja, ist. Weißt du was? Wir haben doch jetzt, was wir wollen. So. Da geht's jetzt auf Richtung Manus. Zu diesem Zweck, ne? Pop, 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 pop. Der sechste, okay. Set Count, ich glaube Counter, ne? Ich weiß es aber nicht. 6. Jo. Ich Depp. Set Counter 2:6. Und der normale war Set Counter, wo ist er? Der Dreier. Zup. Nee, ist genauso wie letztens bei den Bosskämpfen, wo du beide Counter gemacht hast. Der normale Tod ist Count und der Tod beim Boss ist Count 2.209 Tode haben wir jetzt. Ich fürchte, da können wieder richtig viele dazukommen. Ja, Manus ist nämlich... Ja. Ich habe nicht so krass in Erinnerung wie Artorias. Und ich glaube, ich bin auch nicht so oft gestorben wie bei Artorias. Aber er ist ein ganz schönes Schwein. So, wer war das? Vielen Dank für den Follow. Vielen Dank, wie lieb von dir. Herzlichen Dank, Kyata, für deinen Follow. Da geht's lang. Welchen Ring habe ich an den Seelenring, ne? Das ist nämlich Quatsch. Wenn.
wenn dann den Gegenstandsring, weil auf dem Weg zu ihm Menschlichkeit gedroppt werden kann. Von den Lümmels hier, die wir ja schon kennen. Aua! Hallo? Verarsch mich. Ja, ja, haut, ja! Hau zweimal durch und renn dann rein. Das ist immer gut. Heil Menschlichkeit. So, es geht runter da, glaube ich. Ach so, und der fällt mir auf den Kopf. Also, Heiner. Alter. Oh, ist da ja noch Glück dabei. Bevor er castet. Alter, Mann. So, wie war denn das jetzt? Da konnte man nämlich, glaube ich, auch rechts und links gehen. Ach, links war das, wo der Boden wegkracht, wo wir, glaube ich, schon mal waren, ne? Ah, ne, hier ist es. Da geht's rein zum Boss. Was hat denn das hier auf sich? Oh, hi. Oh, hi. Da liegt noch was. Ah, weiße Scholle, okay. Ich überlege gerade, ob mir was passieren kann, wenn ich da runterspringe. Okay, da ist auf jeden Fall noch. Weil mir drückt da das Bläschen. Und ich glaube, für eine Pause ist hier aber sehr ungünstig. Alter. Dieses kleine Mistding, das ist doch nicht zu treffen. Er fall bloß da runter, ey. Das gibt's doch nicht. Seele, okay. Das sah jetzt gerade durch die Schatten von den Stalagniten, ne? Sind sie von unten kommen. Ein bisschen so aus. Versuch's mit Boss, ja, danke. Wie das Item von haben wir nicht. Wow! Wo kommt ihr denn noch her? Okay, ich sollte hier wirklich nicht AFK gehen, glaube ich. Ich mache mir aber gerade fast in die Hose. Deswegen trotzdem noch mal kurze Pause. Ich werde mich halt einfach ausloggen. Das geht ja. Und danach ist dann Boss-Time.